willkommen zum neuen Video. Heute geht's mit einem meiner Lieblingsfahrzeuge weiter. Nichts Altes. Gut, ihr habt es ja schon wieder hier unten gesehen, um was es geht. Es geht um unseren RS6, der 4G oder C7. Wir machen da heute größere Räder drauf. Wir fahren aktuell der 10x21 ET25 mit Spurplatten. Eigentlich wollte ich ursprünglich mal die Felgen von dem RS6 hier. Komm. Das sind ja die 11x22 vom 9. Wir wollten die irgendwann mal auf dem Vorgänger montieren. 22 Zoll. Es gab damals auch 22. Wir haben doch sogar auf dem RS6 schon 22 Zoll montiert. Stimmt. Die vom Q8. Die können wir mal einblenden. Das war ja von meinem Bruder das Auto. Und auf dem A7 auch. Der weiße, wo so richtig durchs Netz ging. Weißt du noch? Ja. Also 22 gibt es auch Reifen dafür. Ich habe es jetzt auf dem RS6 die Felgen nicht probiert. Vor allem nicht mit ET15. 11x20, also wir gehen jetzt einen Zoll breiter mit der Einpresstiefe runter und wir fahren eigentlich schon tief. Müssen es probieren, weil auch ein Kunde danach gefragt hat. Das heißt, ein Kunde hat gefragt, er hätte gerne nicht die, sondern 3.1 Design auf seinem Vorgänger RS6. Haben wir gesagt, muss ich probieren. Durch das Probieren wissen wir auch wirklich, ob es auch bei uns für nächste Saison gehen würde. Jetzt gehen wir raus, holen das Auto. Kennt ihr den Knopf hier? Quattro vorne. Ja? Ah ja. Das Ding geht aber nur hier bei uns im Gelände. Wir gehen den Sender reingemacht, gell? Ja. Also geht sonst nicht. Cool. Nur hier. Geil. Ihr müsst mich jetzt entschuldigen, das Auto ist nicht sauber. Wird jetzt auch wieder im Alltag genutzt. Von daher, ja. Und das sind diese Mehrteiler, die kommen jetzt runter. Das sind die 10x21, weil die wollen wir sowieso jetzt, hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, ich bin der Meinung, bevor ich jetzt Originalfelgen drauf mache mit Winterreifen, weil es ist gerade Wintersaison, dann hauen wir auf die Winterreifen drauf, oder? Mhm. Was denkst du? Kommt schon ein bisschen scheiße, wenn da auch dreiteilige im Winter fährst. Aber fahren viele. Alle Autoverrückten fahren im Winter dreiteilige. Viele. Hat die immer noch so einen Radsatz rumliegen und die sagen, oh, mach ja die drauf, ne? Geht ja nicht kaputt. Deshalb machen wir die jetzt runter und machen die drauf. Und zwar einmal in Silber und einmal in Schwarz. Reifen sind schon drauf. Was denkst du, wie die aussehen werden? Gut. Werden die ballern? Ja. Richtig ballern? Silber mehr als Schwarz, ja. Ja, das sowieso. Das hat schon was ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat es schon mit einem bestimmten Thema im Leben. Was denn? Weiß nicht. Nee. Wenn ich jetzt die anderen Räder drauf mache. Ja. Und während ich schon drauf mache, ist es schon ein schönes Gefühl. Mhm. Ne? Wenn ich ihn dann angeschraubt habe und ich sehe, es passt so, ist ja auch ein schönes Gefühl. Aber das beste Gefühl ist, wenn du ihn runterlässt und es passt direkt drauf. Was? Und mit was ist das zu vergleichen? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, alle anderen haben es verstanden. Okay. Hast du wirklich nicht verstanden? Ja, es gibt mehrere Varianten, die man da jetzt... Ich meine nur eine Variante. Okay. Ist die Vorderachse konkaver als die Hinterachse? Nein, die sind alle gleich. Ja. Vorne wirkt das voll krass. Wie bitte? Vorne wirkt das voll krass. Wir gehen im Kotflügel vielleicht. Von was ist eigentlich die Konkavität abhängig? Wollen bestimmt einige Zuschauer wissen. Die Konkavität kannst du im Prinzip nur machen, wenn du von dem Außenkotflügelkante, jetzt theoretisch von hier, jetzt so gesehen, zur Bremse. Wenn da weit weg bist. Mhm. Zum Beispiel beim Vorderachse Porsche, Lambo, AMG GT oder sowas, ist es so, dass die Bremse, wenn du so drauf guckst, eigentlich schon fast bündig sind mit dem Kotflügelkante. Oh. Deswegen kriegst du da, wie soll ich das erklären? Ich bearbeite auch die ganzen Leveller-E-Mails, deswegen bitte, bitte ein bisschen Verständnis, weil ich echt den ganzen Tag auf ihr Reifenprofi unterwegs bin und ich versuche dann immer wieder abends noch ein paar E-Mails zu beantworten. Weil die Leute immer gerne schreiben, so konkav oder maximal konkav. Ja, ich verstehe das, das will ich auch. Bloß kriegst du es nicht auf jede Bremse. Du hast halt das Problem, wenn du die Bremse relativ weit außen hast am Kotflügel, relativ weit außen hast, das stell dir vor, ich zeig's dir mal so, optisch gesehen ist die Bremse hört hier auf. Wie soll ich da konkav gehen? Ich muss einmal so flach drüber, um dann reinzugehen. Das hast du halt hier bei, ist ein bestes Beispiel, beim Golf. Hinten konnten wir konkav, weil keine Bremse stört. Vorne
hat die Bremse gestört. Genau, hier kann ich es sogar noch besser zeigen, mein Gott. Wenn ich das jetzt hier, jetzt ist ja Platz da, ne? Siehst du ja, oder hier. Stell dir vor, die Bremse wäre jetzt nicht so groß. Ich könnte ja, diese Steigung könnte ich ja so viel tiefer machen, viel weiter reingehen. Das heißt, wenn ich die Bremse ignoriere, könnte ich mit den Speichen hier schon so schräg reingehen bis hierher. Da ich die Bremse habe, muss ich zuerst mal so rauskommen und dann so. Und das ist halt das Problem immer. Verändert sich die ET und die Breite, wenn ich die Konkavität ändere? ET muss sich nicht ändern. Und Breite? Ja, Breite, je nachdem. Wenn du nur 8,5 drunter kriegst, kriegst du auch dementsprechend nur leichte Konkavität. Umso breiter die Felge, umso mehr Konkavität kannst du rausholen. Und ET auch? ET hat jetzt damit nichts zu tun. Aber wenn ich minus ET gehe, kommt ja quasi... Nee, ich weiß, was du meinst, dass du richtig tief reinkommst. Ja. Wenn es mit der Bremse geht, kannst du es machen. Okay. Wenn du Platz nach außen hast, kannst du es machen. Okay. Wann hast du aber minus ET? Stimmt, das darf man ja gar nicht. Du hast auch mal minus ET, wenn deine Kotflügel bearbeitet sind, wenn du das Ding 5 bis 10 cm breiter machst, diese ganzen Liberty Walk Umbauten. Ja. Das sind alles minus ET. Da siehst du auch eigentlich, dass die Auflagefläche viel weiter drin ist wie andersrum. Also bei den Felgen ist sie eher die Auflagefläche außen, bei den anderen ist sie eher innen, weil sie halt dann so ein Bett haben zum Beispiel. Aber bei minus ET muss man ja noch was beachten vom Hersteller. Fahrwerk. Bitte? Fahrwerkfestigkeit, glaube ich, musst du noch beachten. Ja, und Achsfestigkeit. Ja, ist im Prinzip dasselbe. Das müsste theoretisch der Hersteller freigeben. Und das haben die ganzen Liberty Walks bekommen? Ja, ja. Haben die. Das ist cool. Vom Werk direkt. Ja. Freigabe Liberty Walk ist zugelassen mit ET-50. Ja. Nein, aber nur hier. Sind eigentlich die Felgen, die wir immer auf den Autos machen, sind die auch zu verkaufen? Was meinst du? Ja, jetzt beispielsweise die oder die gerade abgemacht hast. Das sind ja unsere jetzt, die wir als Musterräder benutzen. Ah. Ja. Muss man bei den Schrauben auch was beachten? Also bei den Schrauben gilt eigentlich, der TÜV prüft, wenn ihr mit Rädereintragung zum TÜV fährt, ob Kegel, Kugel, Schrauben richtig sind. Das haben wir beim AMG-Video erklärt. Und natürlich Minimum 6,5 Umdrehungen. Also ganze Umdrehungen müssen sie drin sein. Und das zählt auch der beim TÜV. Und wenn das nicht passt, wenn der 5 hat, kriegst du nicht reingetragen. Und das meine ich, dieses Gefühl jetzt, wenn ich ihn runterlasse jetzt. Ja, perfekt, oder? Puh! Nicht mehr viel. Ja, aber kommt drauf an, ob er vorbeitaucht. Wenn er vorbeitaucht? Ja, vorbeitauchen könnte er schon. Der Kunde wollte jetzt wissen, ob sie generell drauf passen, ob sie zu weit rausgucken. Dem habe ich auch gesagt, dass wir ein Video machen, dass er es anschließend hier auch sehen kann. Also, es reicht. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie tief fährt der Kunde damit? Ne? Fährt er so wie wir? Kann schon knapp werden. Also er kommt schon dran vorbei. Also ein bisschen Luft ist da, aber dafür wird es wahrscheinlich vorne knapper. Wir können ja gleich verschränken. Machen wir die silbernen auf eine Seite und die schwarzen auf der andere Seite? Ja. Dann können wir bei den Dinger hier die Winterreifen in der Zeit drauf machen, solange wir Fotos machen bei einem wunderbaren Wetter. Pulvern wir die nicht noch um? Nein, für Winter nicht. Warum? Hm? Keine Ahnung, das ist Varianz. Ja, ich hätte jetzt die jetzt so gelassen für den Winter. Und nach dem Winter hätte ich jetzt Beispiel Betten poliert. Jetzt ist ja gerade so hier Sternmatt, Bettenglanz, ne? Ja. Vielleicht machen wir Schwarzglanz, einen Stern und Betten polieren wieder, oder? Mhm. Oder mal brushen. Wäre auch eine Möglichkeit. Die alten guten Zeiten. Ich hab nämlich das, in meinem Vlog habe ich das doch mal gezeigt, wo ich von Gebäude zu Gebäude damals umgezogen bin. Und da siehst du, vor der Haustür natürlich. Gut, da habe ich ja Montage nicht angeboten, aber in der ersten Adresse an der Schäuflinstraße, wo ich war, in der relativ kleinen Bude, habe ich keine Bühne gehabt. Ich habe sie immer vor der Haustür, vor dem Eingang, mit dem kleineren Wagen, weil der war teuer. Hast du noch ein Bild davon? Nee, das war 2-1, 2-2 so. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. So, bin ich gespannt jetzt vorne. Also Abrollumfang und so passt. Seriengröße 285-30-21. Wir fahren aber lieber die 275-30-21, weil den zieht es leicht und
du hast sogar mehr Auswahl an Reifen gehabt. Zumindest war das am Anfang oder vor ein paar Jahren so. 285-30 ist halt nur der RS6 gefahren und da gab es halt nicht so viele Marken wie bei 275-30. Der Vorgänger RS7 ist 275-30 gefahren. Und hier haben wir jetzt 295-25. Auf? Auf 11 Zoll Breite. Dann sind wir jetzt vom Umfang her etwas höher, aber du brauchst bei diesem Auto einfach die Traglast. Du kannst mit weniger Traglast fahren, dann hast du aber das Problem immer, dass der TÜV sagt, hey, das Ding fährt über 300 und das geht dann nicht mehr. Und, wie sieht's aus? Wird sportlich. Wird knapp, ne? Mhm. Wird genauso wie hinten. Okay. Mit Einschlagen brauche ich jetzt gar nicht. Ne? Da drücke ich den Kotflügel breiter als er ist. Aber man müsste theoretisch jetzt mal probieren, ob wir noch einen schmaleren Reifen drauf kriegen. Müssen wir mal gucken, was es da noch gibt. Dann hast du aber ein Problem mit deiner Traglast. Dann hast du ein Problem, dass du auf 11 Zoll Breite das nicht drauf kriegst. Also ich weiß, dass sehr viele 22 Zoll gefahren sind auf dem RS6. Gibt schon auch ewig. Ja, also schon seit Jahren fahren die 22 Zoll. Jedoch so tief, da wäre jetzt HLS gut, ne? Dass du ihn so ablegst. Oder Luftfahrwerk. Was wir jetzt theoretisch machen könnten, das ist ja eine 11J22 ET15, könnten wir eigentlich gucken, dass man da wieder auf ET20. Oh, der gähnt da hinter der Kamera. Stimmt gar nicht. Doch, hast du gehört? Nein. Wir könnten auf ET20, dann hast du auf jeden Fall 5 mm mehr Platz. Jedoch, jetzt für den einen Kunden Beispiel oder für wenn auch andere das wissen wollen, wenn du jetzt natürlich nicht diese Tiefe fährst, funktioniert es auch wunderbar, aber nicht mit der Tiefe. Wir haben ihn schon, ja, er ist schon tief. Wenn der jetzt nur Beispiel so die Tiefe hättest, dann würde es gehen. Warum fährst du nicht so hoch? Auch hinten. Ja, hinten habe ich gar keinen Kopfschmerzen. Auch vorne ET20 statt ET15, durch ET20 komme ich 5 mm weiter rein. Wäre möglich mit 11 Zoll, obwohl ich jetzt am Federbein eigentlich noch gar nicht geguckt habe, ob da Luft ist, ne? Oder wie viel Luft habe ich da. Das heißt ja, wenn ich jetzt von ET15 auf ET20 gehe, heißt es, ich gehe mit dem Rad 5 mm weiter rein. Dann ist halt immer wieder auch zu überprüfen, ist am Federbein überhaupt so viel Platz, weil die Felge so breit ist. Ne? Da ist Luft. Meine Wurstfinger bewegen sich da drin. Was machen Sachen? Lass mal so mal, oder? Ja. Dann machen wir die schwarzen auf die andere Seite drauf. Wir müssen hier eh warten, müssen eh Bilder machen. Und Ovi muss sowieso irgendwann die Winterreifen montieren, gell Ovi? Und ihr müsst uns aber entschuldigen, dass es hier gerade so aussieht. Aber ich mache Projekte nebenher. Wir haben Wintergeschäft nebenher. Ich komme nicht zum Aufräumen, weil einfach viel zu tun ist. Nicht, dass ihr denkt, das ist für ein Saulader doch, ne? Oder so. Ist aber gerade ein bisschen viel. Der Uwe hat jetzt auch gesagt, warum machst du keinen 265-30 22 drauf? Ja, da hätten wir definitiv keine Kopfschmerzen, weil es den Reifen so dermaßen brutal ziehen würde, dass wir da locker Platz haben. Aber das Problem hätten, dass wir die 265er nie eingetragen kriegen würden. Der würde die Traglast so einigermaßen passen, aber den Reifen wird so brutal ziehen, dass es nicht gehen würde. Schwarz immer noch dein Favorit? Nein, auf dem 9er RS6 gefallen mir jetzt die silbernen besser. Oha. Wobei ich die schwarzen, das Design noch nicht drauf gehabt habe. Aber ja, so vom Gefühl her gefallen die mir Silber besser. Also du siehst einfach mehr. Du siehst die Felge mehr. Du siehst mehr Auto im Prinzip. Ne? Das Ganze hat jetzt auch einen Grund, warum wir das jetzt auch machen. Gut, das wollten wir sowieso machen. Wir müssen aber jetzt nochmal zum TÜV mit dem Auto. Warum? Weil wir angehalten wurden mit dem Auto. Es ist alles eingetragen in TÜV-Papier. Aber 2018. Und nach 18 Monaten, also du sollst, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du so eine Eintragung hast auf TÜV-Papier, solltest du innerhalb, es ist nur 18 Monate gültig, du solltest umgehend machen, die Eintragung in den Fahrzeugschein. Könntest theoretisch auch nach einem Jahr noch machen, aber nach 18 Monaten verliert dieses Gutachten vom TÜV jetzt, wie nennt man das? Gültigkeit. Richtig. Ich
schön gesagt. Mhm. Ihre Gültigkeit verliert sie nach 18 Monaten und aus diesem Grund müsstest du komplett nochmal alles abnehmen. Ganz, ganz wichtig, dieses TÜV-Zertifikat, also TÜV-Eintragung, was du einfach in ein Handschuhfach schmeißt, was jeder macht, ich auch, ne? Lass es vorher eintragen, ein Fahrzeug, ich weiß, es ist auch immer so ein Aufwand, Zulassungsstelle hin und her, aber du bist dann safe, hat jetzt 50 Euro gekostet, kostet halt Nerven, musst wieder zum TÜV, nochmal alles eintragen. Aber das ist ja auch so, weil der Fahrzeugschein, das ist ja ein anderes Papier, das geht ja nicht so schnell kaputt wie das TÜV-Papier. Also nach 18 Monaten geht ja das TÜV-Papier dann kaputt. Ich weiß nicht, wie oft du dein TÜV-Papier in die Hand nimmst, aber wenn das Ding im Handschuhfach liegt, geht er nicht das kaputt. Das war Spaß, aber warum ja? Also das ist ja komplette Geldmacherei. Ja, ist halt so, keine Ahnung. Und das, aus diesem Grund müssen wir das leider Gottes jetzt machen. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, die Schwarzen kommen geil auf dem Auto. Was? Ja, voll. Schon geil. Gut, da fehlt ja noch der Deckel fehlt da noch, ne, der Centerlook-Deckel. Nochmal einmal schön draufschrauben. Nee. Also, bei der Breite definitiv geht das nicht zum Einschlagen. Wir können ja mal gucken, dass wir eventuell diese Felgen in einen Zoll schmaler bauen. Dann hast du das Problem auf jeden Fall nicht mehr. Aber wie der RS6 mit dem höheren Reifen das schluckt, ne, der neue RS6. Ja. Und hier so knapp. Obwohl der breiter aussieht. Der sieht ja auch nicht mehr aus wie ein Diesel. Aber der sieht breiter aus. Welcher sieht breiter aus? Der hier? Nein. Nicht? Also ich bin mega auf dem Auto, aber nicht in der Kombi. Also nicht mit der Felgengröße. Oder du fährst wirklich höher. Wenn du höher fährst, hast du überhaupt kein Problem. Müsstest aber um einiges höher fahren. Dann ist kein null Problemo. Aber so tief geht halt eventuell mit Luft, ja. Und du fährst ihn hoch und legst ihn so ab. Das würde auch gehen. Stimmt, die ist ja auch mit Luft. Das wäre jetzt so ein Ding. Die hatte ich auch mal drauf. In der Farbe? Nee, in der Farbe nicht. In Schwarz hatte ich sie drauf. Doch, auch sogar auf diesem Auto. Am Wörthersee. Die Bilder sind mir doch letztens durchgegangen. Weißt du nicht mehr beim Live-Video? Ja. Da waren die drauf. Hinterachse vom Macan. Und auf dem Ding haben wir sie auch drauf. Der Ding hat sie drauf gehabt. Auf dem RS4. Der Franz Simon hat sie drauf gehabt. Wir haben sie auch schon auf dem A5 drauf gehabt, die Macan-Hinterachse. Jetzt ist auch ein Kundeauto, der kriegt jetzt die 20 Zoller auf dem M850i. Wir haben auch viele Levella, diese RZ1 und RZ2 auf Lager und diese FF1 Flowform haben wir auch noch auf Lager. Auch ideal für den Winter. Nur zur Info, wie hier, siehe, gut, da fällt der Deckel jetzt noch drauf, aber geht auch als Winterrad natürlich. Vor allem in der Größe, vor allem mit dem Platz, was du vorne bei der Bremse hast. Gibt's nicht viele Autos, viele Bremsen, viele Felgen, die immer so viel Platz haben. Nur als Info. Also Fazit, wir bauen vorsichtshalber einen Zoll schmaler, so ungefähr in der Kombi hier. Dann kannst du immer noch mit deinem Originalreifen fahren. Auf diesem RS6, dann kannst du noch Spurplatten machen, du kannst tief fahren in 22 Zoll halt. Aber wirklich, also es sieht von, wenn du genau jetzt dich 90 Grad drehst, sieht es schon brutal aus. Aber nicht fahrbar. RS6. Das ist schon krass. Aber die schwarze Seite gefällt mir jetzt persönlich besser. Dir nicht? Ja, ist Geschmackssache. Geschmackssache. So, wir machen jetzt da die Winterräder drauf. Das ist Auto Wintersafe. Ich habe eigentlich kein Auto draußen mit Winterreifen. Bin immer der Letzte. So, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.